Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal möchte ich euch zeigen, wie ihr am besten die Pokémon Rihorn, Rizeros und Rihornia bekommt. Als erstes Rihorn. Dafür brauchen wir regnerisches Wetter und müssen hier zum Hut des Giganten. Ich fahre da mit euch schnell rüber und zeige euch das. Und zwar hat der Rihorn hier eben bei Regen eine sehr, sehr hohe Spawnrate, und zwar 60%. Und das in der Overworld, also sollte sehr, sehr easy sein. Was noch dazu sagen ist, er kommt nicht, ist nicht ein normales Pokémon aus der Overworld, sondern er kommt so aus dem Boden raus, wie Stickdaw oder Kiesling machen. Ah, hier ist ein Banawatz. Hier vorne sollten sie jetzt gleich kommen. Hier haben wir schon Rihorn. Schauen wir noch schnell weiter. Da ist so einer. Das ist der einzige Rihorn. Das sind nochmal solche. Okay, aber einer war auf jeden Fall jetzt schon mal hier. Schauen wir, ob nochmal einer kommt oder ist das der gleiche. Ah, hier sind jetzt gleich zwei zum Beispiel. Okay, sehr easy eigentlich hier zu fangen. Dann gehen wir weiter zu Rizeros. Ah, hier sind auch nochmal zwei, sehr schön. Und zwar versteckt sich Rizeros immer hier. Beim Sand- oder Megalithenebene ist das noch. Ah, das. Ja, okay, knapp. Knapp Sandsturmkessel, Megalithenebene. Hier ist er, glaube ich, zu fast jedem Wetter. Der Pokédex sagt zwar was anderes. Ich zeige euch das schnell. Muss ich die Kamera wegmachen. Und zwar Pokédex sagt hier nur bei Sonnenschein. Was aber, ja, einfach nicht ganz stimmt. Vielleicht meint er in der Wiese drin Pokémon, aber das hier, was hier rumsteht, das ist, glaube ich, bei fast jedem Wetter. Ich habe es bis jetzt auf jeden Fall jedes Mal gesehen, wenn ich hierher gekommen bin. Ja, so ist das Rizeros sehr einfach zu fangen. Bei Rihornia ist es jetzt so, wild kann man den nicht fangen. Man könnte den in Raids machen, die zähle ich jetzt nicht alle auf, sind glaube ich 7 oder 8 Nester, wo man den machen kann. Ja, das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen, überall zu zeigen, wo diese Nester genau sind. Aber ihr könnt den natürlich auch entwickeln, und zwar müsst ihr dafür dem Rizeros einfach das Item Schützer geben und ihn dann tauschen mit einem Kollegen. Und so, wenn er das Item trägt und ihn tauscht, entwickelt sich Rizeros zu Rihornia. Und ja, das war eigentlich schon die ganze Hexerei für diese drei Pokémon. Ich denke, ihr wisst jetzt, was ihr wissen müsst. Und ja, dann beende ich das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!